Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, zu einer neuen Talk Radio Woche. Und es ist Montag, klar. Und Montag ist immer bei uns eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte unbedingt in die Mail auch eure Telefonnummer reinschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls auch schnell zurückrufen können. So, mein erster Anrufer heute Nacht, das ist die Yvonne. Und Yvonne ist 23 Jahre alt. Hallo Yvonne. Hallo Domian. Hallo Yvonne. Weswegen rufst du mich an? Mein Problem ist, oder was heißt Problem, ich habe mich in einen Mann verliebt, der im März Vater wird von einer anderen Frau. Mhm. Wie lange bist du denn in ihn jetzt schon verliebt? Ja, so wirklich gemerkt habe ich das jetzt in den letzten 2-3 Wochen. Ich kenne ihn seit 2 Monaten. Ja. Und wir haben uns in der Zeit sehr oft gesehen. Weiß er, dass du in ihn verliebt bist? Ja. Ist er in dich auch verliebt? Also verliebt weiß ich nicht, aber Gefühle hat er schon. Mhm. Ist schon irgendwas gelaufen? Ja, das auf jeden Fall. Also im Prinzip haben wir eine Affäre zusammen, kann man sagen. Ja, aber so richtig erst seit ein paar Wochen, oder wie? Seit 2 Monaten. Ja, da so lange kennst du ihn. Aber du sagst, seit 2 Wochen ist dir das klar, dass du das Gefühl ja des Verliebtseins für ihn empfindest. Genau. So, Aber da läuft dann schon ein bisschen länger was, also 2 Monate. Ja. So wie du mir das jetzt gerade geschildert hast, klingt das so, als wäre das bei dir doch stärker als bei ihm. Ja, ich kann das bei ihm nicht so ganz einschätzen. Auf der einen Seite glaube ich ihm das, wie er mir das schildert. Also meistens übermittelt er mir das per SMS oder per E-Mails, was er für mich empfindet. Mhm. Aber was schreibt er denn dann zum Beispiel in so einer SMS? Zum Beispiel, dass er weiß, dass die Situation im Moment schlecht aussieht, dass wir irgendwann mal, also dass wir eine Beziehung haben könnten und dass er halt Gefühle für mich hat, die er mir aber nicht mehr zeigen kann, so wie es bis jetzt läuft. Mhm. Und er hofft, dass, seine Freundin, die wohnt ein bisschen weiter weg und zieht jetzt nächstes Wochenende runter. Zu ihm? Genau, zu ihm. Weil ja das Kind im März kommt. Mhm. Und er hofft, dass er mich dann weiter noch sehen kann. Ach so, das er macht mir andauernd ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, abends, am Wochenende, dass ich ihm bloß treu bleiben soll und solche... Ach, ja. Na, das ist ja ein toller Typ. Ja. Er hat eine Freundin, die jetzt auch noch ein Kind von ihm erwartet und dir verbietet er quasi auszugehen. Ja, er weiß, dass er, also schreibt schon, dass er das von mir nicht verlangen kann. Finde ich auch. Aber, Punkt. Ja. Keine Diskussion. Ja, das stimmt. Und er hofft, dass er dich dann auch weiter wird sehen können, wenn die Freundin hier ist. Genau. Klingt ja auch nicht so dolle. Das heißt auf jeden Fall, der denkt auch nicht ansatzweise darüber nach, seine Freundin zu verlassen. Nee. Also dazu weiß ich nicht, ob er dazu wenig Mumpfe hat oder so, keine Ahnung. Weißt du etwas über diese Beziehung, beispielsweise wie lange die zusammen sind schon? Ja, die sind jetzt im Prinzip 7 Monate zusammen. Sie ist nach einer Woche direkt schwanger geworden. Ach so, auch eine ganz frische. Ja. Ach so. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, oder versucht er mir vielleicht auch ein bisschen zu übermitteln, dass er bei ihr bleibt, nur wegen des Kindes. Also, ich weiß nicht, so schätze ich das ein. Entweder taktiert der und überlegt sich, dass er dich so ein bisschen warm hält, die Eisen im Feuer hält. Ja. Oder ist es jemand, der wirklich irgendwie wirr ist mit seinen Gefühlen und selbst nicht genau weiß, was in ihm los ist im Moment. Ja. Aber du bist verliebt. Ja. Bist du groß verliebt? So richtig verrückt verliebt? Ich glaube ja, weil so viele Sachen, die ich für ihn schon gemacht habe, also ich weiß nicht, ich frage mich selber manchmal, warum ich das überhaupt mache. Das ist ein Indiz für Verliebtsein, ja, wenn man sich sowas fragt. Wie oft denkst du am Tag an ihn? Fast die ganze Zeit. Fast immer. Ja. Auch ein Indiz. Mhm. Ja. Mhm. Wie oft seht ihr euch jetzt?
Ja, wenn es geht. Also wir sehen uns meistens in der Woche, weil am Wochenende entweder er bei ihr ist oder sie bei ihm. Mhm. Ja, 3-4 Mal die Woche bestimmt. Ja, und geht es da schwerpunktmäßig um Sex? Nein. Nee. Nein. Also ihr macht auch was miteinander, geht essen oder ins Kino? Ja, oder? Das weniger, damit wir halt nicht gesehen werden, weil natürlich ihn ja auch Leute kennen und sich dann fragen würden, wer ich bin. Klar. Mhm. Also überwiegend sind wir bei mir. Ja. Machen dann halt mal auch einen gemütlichen DVD-Abend oder so. Mhm. Er sagt nichts weiter Intensiveres über seine Beziehung, was er zum Beispiel für die Frau empfindet, wie innig das ist, darüber spricht er nicht. Weniger, weil er Angst hat, dass er mir damit wehtut. Er will mir nicht wehtun. Ist schon klar. Ist schon klar. Ist schon klar, er will dir nicht wehtun. Mhm. So kann man die Feigheit auch umschreiben, wenn man nicht den Mund aufmachen will. Das kann sein, ja. Ja, ja. Schwierige Lage, Ivan. Mhm. Schwierige Lage. Ja. Weil er so schwer jetzt so von außen einschätzbar ist. Mhm. Ich sag dir mal so intuitiv, ja, gebremst, was den Typ anbelangt. Ja. Aufgrund der Sachen, die du mir jetzt erzählt hast. Und würde so auch intuitiv sagen, Vorsicht, ja. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Je mehr du dich einlässt, desto größer ist der Schmerz, wenn es dann nicht funktioniert. Ja. Er ist entschlossen, mit seiner Freundin zusammen zu wohnen, wenn das Kind kommt. Ja, aber er hat mir auch schon oft gesagt, dass er schauen möchte, wie die Beziehung laufen wird, wenn das Kind da ist. Ja, aber weißt du, das sind alles so Sätze. Ja. Da kriege ich schon so einen Hals. Ja. Damit, das ist natürlich sehr so der perfide. Dadurch hält er dich natürlich bei der Stange. Ja, das stimmt. Ne, wenn der dir jetzt ganz klar sagen würde, nee, ich ziehe mit ihr zusammen, Punkt aus, dann läuft er natürlich Gefahr, dass du sagst, okay, dann war es das auch. Ja. Wenn er sich aber so gibt, ja, mal gucken, vielleicht läuft das ja nicht und ich weiß es ja nicht, dann schürt er ja deine Hoffnung. Ja. Und das finde ich alles nicht sympathisch. Ja. Obwohl, natürlich, manchmal sind Menschen hin und her gerissen und vielleicht, wenn wir jetzt mal nichts Böses bei ihm unterstellen wollen, vielleicht ist er ja auch hin und her gerissen. Das weiß ich aber nicht. Das ist aber letztendlich auch irgendwann egal für dich. Ja. Denn entscheidend ist, wie der sich entscheidet. Ja, das habe ich ihm heute auch geschrieben per SMS, dass es an ihm liegt, wie und ob es mit uns weiterläuft. Ich würde mich an deiner Stelle, wenn du das kannst, noch emotional, auf so ein Hin und Her und vielleicht ein bisschen und vielleicht dann nächstes Jahr mehr und so, auf sowas nicht einlassen. Das heißt, du musst dir schon irgendwie für dich zumindest ein Ultimatum formulieren. Bis da und nicht weiter. Da muss der sich entschieden haben. Ja. Sonst kann es auch sein, dass du einfach der Betthase bist. Ja, das will ich natürlich nicht, klar. Oder das fünfte Rad am Wagen. Ja. Ja, ich sag mir auch die ganze Zeit, dass ich eigentlich nicht wert bin, die zweite Geige zu spielen. Mhm. Mhm. Weil, ich meine, irgendwann will ich ja auch Familie haben, festen Partner, klar, und nicht die zweite Geige spielen. Klar. Solche Verhältnisse sind in der Regel immer zermürbend. Mhm. Also für die Position, die du in dem Spiel hast. Mhm. Und eigentlich müsstest du auch, ich meine, interessant wird ja sein, wenn du klar und entschieden auftrittst und der merkt, das geht so nicht, ich kann das nicht so laufen lassen. Ja. Wie er dann reagiert. Ich finde, das ist immer das schönste Indiz und da kann man immer erkennen, wie jemand für einen empfindet. Mhm. Ja, also ich probiere es manchmal dann auf Distanz zu gehen und dass ich mal nicht direkt auf SMS antworte oder so, dann kommen dann 10 Minuten später, ob irgendwas los ist, ob er etwas falsch gesagt hat oder falsch geschrieben hat, kriegt dann auch ein schlechtes Gewissen. Mach ihm klar, Yvonne, dass dieses, was sich da jetzt antut, dass das keine Lösung für dich ist, dass das so nicht geht und dass du eine Perspektive haben musst. Es geht jetzt nicht wir reden jetzt nicht über ein paar Wochen vielleicht, aber nicht sowas wie, ja, mal gucken, wenn sie dann da ist, wie sich das dann entwickelt und so weiter. Nee, das ist unwürdig, das ist auch verletzend für dich, finde ich. Ja. Du musst für dich versuchen, eine klare Haltung zu finden. Mhm. Und die musst du dann aber auch durchziehen. Das Fatale ist immer in solchen Situationen, dass derjenige, der in deiner Rolle ist, dann irgendwann wieder einknickt. Ja. Und dann hat dein Wort eben nicht so ein Gewicht. Wenn du irgendwann dich entschieden hast für ein Ultimatum, dann musst du es auch knallhart durchziehen. Mhm. Sonst wirst du unglaubwürdig. Ja. Ja. Mehr weiß ich nicht dazu zu sagen, Yvonne. Ja, danke trotzdem. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800
220-5050, ihr Lieben. Das ist immer noch unsere kostenfreie Telefonnummer, die ihr wählen solltet, wenn ihr gerne mit mir sprechen möchtet. Wir haben eine freie Themennacht, also wenn ihr sprechen wollt über was auch immer, dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Die nächste Anruferin ist die Daniela. Und Daniela ist 26. Guten Morgen. Morgen, hallo. Hallo Daniela. Oh je. Oh je, da ist aber jemand aufgeregt. Normalerweise, wenn ich bei anderen Leuten zuhöre und die sagen, oh, ich bin aufgeregt, kann ich das gar nicht verstehen. Aber wenn man selber dran ist, dann ist man schon ein bisschen zittrig. Klar, aber das wird gleich vorbei sein. Okay. Daniela, um was geht's denn? Es geht um Folgendes, und zwar, das ist jetzt schon eigentlich seit ein paar Jahren, dass mich das irgendwie ein bisschen bedrückt. Und zwar war ich damals 8 Jahre und ein Nachbar von mir aus meiner Straße, der war 18, der hatte mich damals in den Keller gelockt von sich und hat mich dann halt sexuell genötigt. Also er hat mich halt gezwungen, seinen Penis in den Mund zu nehmen. Und was es für mich jetzt heute nicht mehr so tragisch ist an sich. Aber ich weiß halt nicht, macht er das mit mehreren, weil ich weiß auch damals von einer Freundin, dass er, so wie sie es mir erzählt hat, er hat ihn bei ihr reingesteckt. Und ich weiß halt nicht, er hat ja Kinder und macht er das weiter? Und man hat halt nach dem 18. Geburtstag noch 8 Jahre Zeit, ihn anzuzeigen. Ne? Ja, und bin ich ein bisschen ratlos. Das ist mit dir damals einmal passiert? Ja. Oder mehrfach? Naja, der hat mich mehrmals in den Keller gelockt, da ist aber nie was passiert, aber das eine Mal dann richtig. Ja. Und ich habe auch nie mit jemand drüber geredet, auch meinen Eltern damals nicht, bei mir war das voll peinlich mit 8 Jahren. Ja, ja. Und außer dieser einen Freundin, von der du gerade gesprochen hast, weißt du von niemandem, dass Ähnliches passiert ist? Und hast du noch Kontakt zu diesem Mann? Siehst du den zumindest ab und zu mal? Nein, gar nicht, weil ich wohne schon lange nicht mehr in der Stadt. Und ich weiß aber, dass seine Mutter immer noch in demselben Haus wohnt, weil ich vor ein paar Jahren mal da durchgefahren bin, um mal zu gucken. Und ich weiß, was mit ihm ist, genau ist, weiß ich nicht. Ich sehe den nicht mehr, aber ich weiß sogar mal, wie der aussieht. Ich weiß nur, wie er heißt und wo er halt gewohnt hat. Und das Thema lässt dich nicht los, zu Recht auch, wo wir so viele schlimme Sachen immer wieder hören in den Medien, bezogen auf den sexuellen Missbrauch von Kindern. Bitte. Ich habe halt, wenn es halt wirklich mal irgendwann mal passiert bei jemand und ich höre zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio, sehe ich ein Bild von ihm oder seinen Namen und er hat das und das Kind vergewaltigt und so, dann mache ich mir voll den Vorwurf, weil ich hätte schon viel früher was sagen können und dann hätten sie den vielleicht schon viel früher dran nehmen können. Ne? Also, ich meine, Daniela, über was reden wir? Was spricht dagegen? Er hat es bei dir gemacht. Punkt. Ja, aber es spricht viel dagegen. Ich meine, es ist erstens für mich jetzt, ich meine, es ist Aussage gegen Aussage. Ja. Wer glaubt mir? Ja gut, natürlich. Das ist natürlich in so einem Fall immer der Fall. Aber es kommt etwas ins Rollen. Aha. Unter Umständen. Und derjenige, der das gemacht hat, ist konfrontiert mit dieser Anschuldigung. Das macht in dem ja auch etwas. Wenn du eine Sorge hast, dieser Mann hat es mit dir getan, das, was du gerade geschildert hast. Und wenn du eine Sorge hast, dann würde ich mich bei der Polizei melden. Ich würde jetzt kein Gegenargument finden. Außer, dass du sagst, ich kann das nicht. Ich will nicht, dass das alles wieder aufgewühlt wird von damals. Und als Rücksicht auf diesen Mann würde ich... Nee, im Leben nicht. Es ist halt nur so, wie gesagt, mich selber belastet die Geschichte nicht. Es geht nur darum, was ich halt erklärt habe. Ne? Dass es halt echt schlimm wäre, wenn wirklich mal was passieren würde. Ne? Ja. Also kann ich voll nachvollziehen, die Sorge. Und wenn man sowas mit 18 Jahren macht, gut, das kann vielleicht abzubuchen sein unter einer schlimmen Jugendsünde. Es kann aber auch der Anfang einer pädophilen Veranlagung sein, die dann irgendwann vielleicht noch viel aktiver wird. Es kann sein. Oje, bin ich total ratlos. Das weiß ich gar nicht. Wo fange ich da an? Da brauche ich einen Anwalt. Ich kann mir gar keinen Anwalt leisten. Was ist, wenn ich verliere? Dann stehe ich als Dumme da und habe eine Menge Geld für einen Anwalt ausgegeben, den ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Das sind so Fragen, die dann noch aufkommen. Ne? Pass auf, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich werde dich jetzt gleich mal verbinden mit meiner Psychologin. Die wiederum wird dir ein paar Anlaufstellen sagen, wo du diese Thematik erörtern kannst. Leute, die sich mit diesen Dingen intensiv beschäftigen. Da bist du sehr gut aufgehoben und man wird dir auch kluge und richtige Ratschläge geben können, ob du es machen sollst, wie du es machen sollst, und deine Fragen können da auch beantwortet werden. Gut, finde ich gut. Ja, ich glaube, das ist der beste Weg. Weil ich bin kein Fachmann und auch meine Psychologin ist diesbezüglich auch keine Fachfrau, aber wir können dir mit den entsprechenden Adressen weiterhelfen. Okay.
Okay. Also das war gerade so spontan meine Meinung, aber du hast natürlich völlig recht, das muss man genauer bedenken und alles mal ja durchsprechen, auch in Ruhe. Okay, ich habe halt noch anderthalb Jahre Zeit, nur dann bin ich 28. Ja. Gut. Also, du legst auf und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich gleich an. Alles klar, vielen okay. Dank. Alles Gute, Daniela. Okay, danke. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, weiter geht es mit Edwin. Edwin ist 65. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo. Ja. Einen schönen guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo, Edwin. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir ist es ein bisschen problematisch. Ich habe seit einem Dreivierteljahr die Erkenntnis bekommen von den Ärzten, dass ich Krebs habe, und zwar Bronchialkrebs. Mhm. Aber die ganze Geschichte sieht so aus, dass es meine Familie, meine Frau und kein Mensch weiß. Mhm. Und das hat einen Grund. Ich möchte sie nicht damit bedrücken und konfrontieren, sondern ich möchte, wenn es dann Zeit ist, meinen Abgang selber zu gestalten. Was heißt das, deinen Abgang selber gestalten? Ich habe im Vorgespräch gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich habe Angst vor dem Sterben. Und von daher weiß ich nicht so ganz genau, wie ich das nun einrichten soll. Ich habe zwar so ganz leicht konkrete Vorstellungen, aber ich möchte von dieser Welt gehen in einer Art, die für mich angenehm ist, für die Familie sicherlich bedrückend, weil es komplett... Das heißt, du überlegst dir, dahinter steckt die Überlegung, dir zu dem gegebenen Zeitpunkt das Leben zu nehmen. Ja, richtig. Ja. Genauso habe ich mir das gedacht. Mhm. Ist das so eine fixe Idee oder ist das schon sehr ernsthaft erwogen? Ja, das ist schon sehr lange. Ich bin vielleicht auch jener, der ein bisschen sensibel ist und vieles in sich hineinfrisst, aber diese Geschichte, sie hat mich auch ziemlich mitgenommen und ich möchte meine Familie, sagen wir mal, vor diesem Ende. Ja. Lass mich nochmal zu diesem Krebs was fragen. Wie weit fortgeschritten ist die Erkrankung? Ich habe, glaube ich, noch ein knappes Jahr höchstens. So hat man es dir gesagt? Ja, es mir gesagt. Man sagte mir aber auch gleichzeitig, wenn ich in die Therapie gehe, dann dürfte diese Heilungschance, ich muss mich mal aufrecht hinsetzen, so, ja. Heilungschance sehr viel günstiger werden, aber ich denke mal, auch in früheren Zeiten, da ist man also diesem Schicksal, hatte man sich zu ergeben und so meine ich das. Also, Moment mal, lass uns mal festhalten, das heißt, man hat dir gesagt, es gäbe eine Therapiemöglichkeit. Die gäbe es. Mit ja. einer Chance der Heilung sogar. Ja, partiellen Heilung. Aber ich möchte mich dieser Geschichte einfach nicht mehr aussetzen. Warum nicht? Und wie bitte? Warum nicht? Die Lebensqualität, die geht doch auf diese Weise gegen Null. Und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie ich mein Ableben einigermaßen moderat entgegentreten kann. Was wäre das denn für das wäre eine Chemotherapie, eine Strahlung oder was würde man machen wollen können? Man könnte machen eine Bestrahlung oder Chemotherapie und ich weiß, was da für schreckliche Sachen passieren. Ja. Und diesen Situationen möchte ich eigentlich entgehen. Ja, habe ich ja so verstanden. Und darum habe ich angerufen. Ich weiß nicht jetzt ganz genau, ob das ein richtiger Weg ist, denn ich denke auch an meine Frau. Ich denke an meine Familie. Also Edwin, ich muss jetzt gleich mal spontan was sagen. Eine Frage noch vorweg zu der Erkrankung. Sonst habe ich die gleich vergessen. Ja. Wie ist diese Erkrankung bemerkbar geworden bei dir? Wie hast du das gespürt? Ja, das habe ich schon seit ziemlich langer Zeit bemerkt und mir ging es immer schlechter und dann bin ich dann also
zu einer fachärztlichen Beratung gegangen. Ja, wie hast du das gemerkt? Musstest du stark husten oder hast du Schmerzen? Ja. Sehr. Wirklich sehr stark. Ja. Und dann habe ich mich im Krankenhaus beraten lassen. Ich habe also ausdrücklich gesagt, ich möchte hier nicht stationär behandelt werden. Ich muss nur die Auskunft haben. Mein Problem ist jetzt im Grunde genommen nur das. Ja, das hast du gerade gesagt. Und da wollte ich jetzt sofort mal was zu sagen. Ja. Bist du eigentlich, was abgesehen von dieser Erkrankung, von der Haupterkrankung, bist du so noch ein fitter Kerl? Ja, eigentlich schon. Ja. Ich habe im Grunde genommen, erfreue mich noch meines Daseins, aber dieses Ende, dieses schlimme Ende, das möchte ich mir einfach ersparen. Jetzt fallen mir da ein paar Sachen zu ein. Erstmal bin ich etwas erstaunt und auch nicht deiner Meinung, dass du dich nicht behandeln lässt. Ich finde, weißt du, Edwin, ich habe hier in dieser Sendung mit so vielen schwer und schwerst krebskranken Menschen schon gesprochen, die wirklich extreme Dinge auf sich genommen haben, um nochmal einen Schritt ins Leben zu gehen. Und bei vielen hat es funktioniert. Und viele haben sich später bei mir nochmal gemeldet und haben gesagt, gut, dass ich es gemacht habe. Ich habe noch Leben gewonnen und bei einigen ist der Krebs sogar besiegt worden. Ich finde, dass man, du wirkst wie ein positiver Mensch und sonst, wie du sagst, bist du ja auch noch relativ fit, dass man das kostbarste Gut, was man hat, nämlich das Leben, nicht so schnell wegschmeißen sollte, sondern dass man auch für das Leben kämpfen sollte. Das würde ich nicht jemandem sagen, der schon ganz am Boden liegt. Da hätte ich auch noch mehr Respekt, wenn der sagt, ich kann nicht mehr. Aber in deinem Fall sage ich das jetzt mal einfach so. So, und das Zweite ist, dafür muss ich noch mal eine Frage vorab stellen. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Frau und deiner Familie? Das Verhältnis zu meiner Frau, das ist wirklich gut. So, das reicht mir schon aus. Ja. So, dann finde ich, dass wenn ich versetze mich jetzt gerade in die Situation von deiner Frau. Ja. Ich finde das so schlimm, wenn sie irgendwann die Wahrheit erfahren wird, dass du sie nicht eingebunden hast in dein Schicksal. Ich finde, wenn man eine... Wie lange seid ihr verheiratet? Wie bitte? Wie lange seid ihr verheiratet? Seit 42 Jahren. 42 Jahre. So. Ja. Da habt ihr wahrscheinlich viele gute, viele tolle und auch viele schwierige Zeiten gemeistert. Die meisten Erlebnisse und Ereignisse waren positiv. So, umso gravierender. Dann finde ich, dass man verdammt nochmal dem anderen immer die Wahrheit sagen sollte. Und sie hat auch ein Recht darauf. Denn ja, dein Leben ist auch ihr Leben. Das ist richtig. Ich habe meine Frau ich muss es einfach sagen, noch niemals angelogen, bin über fremdgegangen oder sonst etwas. Aber hier habe ich einfach scheu. Ja, ich verstehe das. Du willst es aus Rücksicht machen. Ja, aber ich finde, in diesem Fall, Edwin, ist es die falsche Rücksicht. Und ich könnte, wer weiß was, wetten, dass deine Frau mir zustimmen würde. Dass deine Frau sagen würde, mein Gott nochmal, das muss er mir doch sagen, das schaffen wir doch zusammen und wir wollen doch zusammen noch ein paar Jahre verbringen und nochmal den Urlaub fahren oder im Garten sitzen oder weiß ich was. Aber der will einfach ganz stillschweigend sich nicht behandeln lassen und sich irgendwann das Leben nehmen und dann ist er weg. Das ist doch ein Hammerschlag für deine Familie und für deine Frau. Ja, ich habe ja auch vor, dass ich also auch keine Spuren mehr hinterlassen möchte. Ich möchte mich in der Ostsee verstreuen lassen zum Beispiel. Und dann, ich denke, kein Mensch wird mal, wenn irgendein Grabstein aufgerichtet wird, da mal hinkommen. Vielleicht meine Frau mal. Aber da gibt es noch andere Möglichkeiten, dass meine Frau sich an mich erinnert. Gut, aber selbst solche Sachen kann man ja auch gemeinsam mit der Frau besprechen. Wenn du so eine gute Ehe geführt hast, und so viele gute Sachen auch erlebt hast mit deiner Frau, wundert es mich, erklär mir das mal, warum du jetzt dich so zubetonieren willst und dich wegstellst von deiner Frau. Ja, das habe ich schon ziemlich lange eigentlich. Ne? Warum? Vielleicht bin ich egoistisch. Ich habe einfach Angst davor, anderen die Sorgenfalten auf der Stirn stehen zu lassen. Ja, aber vielleicht kann es auch eine Hilfe sein und vielleicht ist es für sie auch ein
ein wichtiger Teil ihres Lebens, dir eben auch in einer schweren Stunde beizustehen. Ja. Pass auf, lass uns das doch ganz einmal umgedreht denken. Wie wäre das, wenn deine Frau sowas machen würde und du kerngesund wärst? Naja, dann gut, dann ist es ein Schock, der sagen wir mal, eine abrupte Trennung bewirkt. Aber wärst du nicht auch enttäuscht, wenn deine Frau sich plötzlich umbringen würde und du dann die ganze Wahrheit erfahren würdest und erkennen würdest, Mensch, die hat mir jetzt über so viel Monate oder vielleicht ein Jahr nichts gesagt davon. Ja, das mag vielleicht sein, ja. Dann kämst du doch auch ins Grübeln, dass mit dir etwas nicht stimmt. Ja. Dass sie vielleicht das Vertrauen nicht mehr zu dir hatte. Deine Argumentation, die ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, das ist schon wahr. Ich habe sogar schon einige Vorbereitungen getroffen, die also nicht gut sind, aber über die ich jetzt aber nicht reden möchte. Also Vorbereitungen aber, in der Richtung, wie du dich umbringen ja, ja. möchtest? Ja, ja. Darüber möchtest du nicht sprechen? Nein. Jetzt nicht, das erwähne ich nur so ganz nebenbei. Mhm. Aber die Argumentation von dir, die ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass meine Frau sich dann natürlich möglicherweise fragen wird, was ist in dem Mann vorgegangen und warum hat er mich nicht eingefangen. Ja, und sie sich selbst wahrscheinlich Vorwürfe macht. Ja. Finde ich eine ganz wichtige Sache. Ich werde nochmal drüber nachdenken, aber ich habe trotz allem bleiben meine Probleme bestehen. Also, das Gespräch hatte ja auch nur den Sinn, dass du mal eine andere Meinung hörst. Ja, und, ja. Natürlich ist es letztendlich deine Entscheidung, aber es ist ja wichtig, dass man so über so Dinge mal dann auch intensiv redet. Ja, ich habe mit keinem gewagt, darüber zu sprechen. Und ich habe mir ab und zu mal deine Sendung angehört, die ich also höchst interessant finde. Und dann habe ich mir mal ein bisschen das Herz gefasst, mal anzurufen. Wenn du noch eine Meinung hören willst, kann ich dir gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ich glaube, nein. Das ist, schönen Dank dafür. Ja. Aber ich danke zunächst für dieses Gespräch, Domian. Sehr gerne. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Glück und alles Gute. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Danke sehr. Tschüss, ja, Edmund. Mal schauen. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. So, Freunde, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen haben wir ein Thema. Und das Thema heißt, diese Lüge bereue ich nicht. Ja, es gibt ja Dinge im Leben oder Momente im Leben, wo man lügt oder lügen muss in Anführungszeichen oder auch nicht. Aber jeder von uns kennt das ja vielleicht, dass er sagt, da war so ein Punkt, da habe ich nicht die Wahrheit gesagt und das war richtig. Es ist ja nicht immer vielleicht richtig, immer radikal die Wahrheit zu sagen. Es gibt sicher auch da Unterschiede und das muss man relativieren und man muss viele Dinge berücksichtigen. Über so eine Lüge, wenn es sie denn in eurem Leben schon gegeben hat, möchte ich gerne mit euch sprechen. Gibt es eine Lüge, vielleicht eine große Lüge, von der ihr sagt, das war richtig und ich bereue das nicht. Das musste ich damals so tun und ich habe deswegen auch kein schlechtes Gewissen. Wenn vielleicht auch alle anderen Leute sagen, das ist nicht der richtige Weg gewesen. Aber ihr seid der Auffassung, das war der richtige Weg. Diese Lüge bereue ich nicht. Wenn ihr gerne mit mir morgen über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch morgen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Ihr könnt natürlich während der Sendung anrufen und ihr könnt rund um die Uhr mailen unter domian@wdr.de. Silvia ist hier. Silvia ist 17. Guten Morgen, Silvia. Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Ich habe einen krankhaft eifersüchtigen Freund. Oh weia, das ist aber nervig. Wie bitte? Das ist aber nervig. Ja. Also der ist jetzt 2 Jahre weg und ja. Wie, der ist 2 Jahre weg? Der ist im Gefängnis, 2 Jahre. Ach, das ist im Gefängnis. Wie alt ist er denn? 34. 34? Ja. Großer Altersunterschied. Schon, ja. Und wie lange kennt ihr euch schon? Also zusammen sind wir jetzt 1 Jahr und 3 Monate. Ja. Und er sitzt aktuell im Knast? Ja. Warum? Ja, wegen Drogen halt. Drogen. Mhm. So, jetzt sitzt er im Knast. Wie bitte? Und ich sag, er sitzt im Knast und du bist draußen. Ja, und, genau. Und wenn er krankhaft eifersüchtig ist, ist das natürlich wahrscheinlich für ihn die Hölle. Schon, ja. Wie äußert sich denn die krankhafte Eifersucht bei ihm? Ja, also ich darf nicht alleine weggehen. Mhm. Ich darf nicht irgendwie allein raus zum Einkaufen oder
mit einer Freundin treffen oder mit einem Mann reden, du darfst nicht er nicht dabei ist oder ja. Du darfst nicht mal einkaufen gehen? Ja, einkaufen gerade noch so, aber. Aber auf keinen Fall mit einer Freundin mal in eine Disco oder in eine Bar oder ein Café gehen oder so. Alleine auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn muss er dabei sein, ich darf sie auch noch nicht mal anrufen und so. Mhm. Wie bist du denn bisher damit so klargekommen, als er nun noch nicht im Knast war? Ja, also es ging eigentlich recht gut am Anfang. Bloß mit der Zeit wurde es halt dann schlimmer und ich war halt dann auch mal in der Klinik. Warum? Weil ich nicht mehr konnte und... Deshalb, weil er dich so unter Druck gesetzt hat? Ja, ich wollte mich eigentlich trennen von ihm. Und warum wolltest du dich trennen? Wegen dieser Geschichte? Ja, weil er halt mir immer Vorschriften gemacht hat und so weiter. Hm. Heißt das auch, dass du deinen, ich vermute mal, dass du einen Freundeskreis von früher hast, ja, bevor du ihn kennengelernt hast, da waren, sind sicher auch Jungs drunter? Schon, ja. Dass das alles abgebrochen werden musste? Ja, also mit einer Freundin habe ich jetzt wieder Kontakt, also den habe ich immer zwischendrin mal aufleben lassen. Und ja. Mittlerweile habe ich jetzt zu ihr wieder Kontakt, seitdem er nicht mehr da ist. Und aber so de facto, während er noch da war, hast du dich eigentlich nur mit ihm immer nach draußen begeben? Ja. Mit sei denn vielleicht mal mit einer Freundin, aber im höchsten Falle. Und dann ja, auch genau. Auf keinen Fall irgendwie was Richtung Kneipe und Disco und so. Ja, nur wenn er halt dabei ist. Wenn er dabei ist. Mhm. Finde ich absolut krass, Silvia. Finde ich absolut krass. Und ich finde, dass man Mann und Frau so etwas nicht mit sich machen lassen dürfen. Und du auch nicht. Mhm. Das ist doch die Hölle, so zu leben. Was bildet der sich denn ein? Du bist doch nicht sein Eigentum. Ja, das weiß ich auch. Keine Ahnung, was bei ihm vorgeht. Also er hat totale Verlustängste. Ja, aber das Verrückte ist ja, dass die Leute, die so... Die haben totale Verlustängste und kapieren gar nicht, dass sie dadurch, durch so ein Verhalten, wirklich Menschen verlieren. Weil auf die Dauer macht das keiner mit. Weil jeder sich da eingeengt fühlt und bevormundet fühlt. Und das zeugt ja auch von null Vertrauen zu dir. Ne? Wenn er dir unterstellt, du würdest irgendwie andere Männer angucken oder so. Also das Problem ist auch, er hat auch einerseits kein Vertrauen mehr zu mir, weil ich ihn ein paar Mal schon angelogen habe und ihm halt nicht die Wahrheit gesagt habe, dass ich irgendjemanden getroffen habe und so weiter. Mhm. Und das hat er halt dann mal rausgekriegt und daher vertraut er mir halt dann auch nicht mehr. Mhm. Wo wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja, jetzt wieder. Jetzt wieder. Haben die das auch so mitbekommen, wie er sich so verhält? Schon. Und was sagen die? Ja, also dass das mit der Eifersucht eigentlich nicht geht, aber sie finden ihn halt total nett. Ja. So ist er ein lieber Mensch und alles. Mhm. Aber sie finden, dass es mit der Eifersucht einfach nicht geht und dass mir das eigentlich nicht gefallen lassen soll. Was macht er denn, oder was hätte er gemacht, man kann das ja im Moment nicht, wenn du gesagt hättest, nee, pass mal, mach ich nicht. Ich treffe mich jetzt mit meinen Freunden und gehe auch mal einen Abend mit meinen Freundinnen allein in die Disco. Was hätte der dann gemacht? Weiß ich nicht, also... Wäre der gewalttätig? Nee, gewalttätig nicht. Das nicht. Mhm. Wird halt laut werden oder wird halt dann, es wird im Streit ausarten und sagen zur Kurzschlussreaktion von ihm, ja, ich mach Schluss und so weiter. Mhm. Also er würde nie die Hand gegen dich erheben? Nee, das nicht. Das nicht, ja. Und er würde dich auch nicht irgendwie wirklich einsperren und die Tür hinter sich zuschließen und so? Mhm. Das nee, nicht. Ich bin auch zweimal schon abgehauen sozusagen von ihm. Mhm. Nee, das nicht. Ja, was ist denn dein Gefühl für ihn jetzt noch? Du bist ja schon ein paar Mal, du hast versucht, ein paar Mal rauszubrechen aus der Beziehung. Was hast du noch für ein Gefühl für ihn? Ja, ich liebe ihn schon noch total. Aber ich habe auch irgendwie noch Hoffnungsschimmer, dass ich ihn ändern kann, weil... Mhm. Aber der liegt naiv. Aber da liegt ein dickes Aber drin, ne? Ja, schon, ja. Mhm. Ja, es klingt naiv, aber ich bin stolz einerseits darauf, dass ich ihn auf die richtige Bahn gebracht habe, was die Drogen angeht. Ah, ja. Ich nehme keine und... Hab ihn halt davon einerseits weggekriegt, mit seinem Willen auch. Das ist eine tolle Leistung, Gratulation, wirklich. Ja, und deswegen denke ich halt, dass ich das auch irgendwie noch schaffe. Hast du denn mit ihm darüber auch schon ganz intensiv diskutiert, über diese Eifersucht? Also so richtig nicht, halt manchmal immer so stichartig und... Wie ist denn das jetzt überhaupt? Wie oft kannst du ihn besuchen? Zweimal im Monat. Und wie lange jeweils? Eine Stunde. Und da seid ihr alleine? Nein. Nein, da hört ja niemand zu?
Ja, da sind halt andere Häftlinge noch in dem Raum drin. Ach so, aber ihr könnt dann schon so persönliche Sachen besprechen. Schon, ja. Ja, das schon. Mhm. Ja, das ist natürlich wenig, 2 Stunden in der Woche, im Monat. Ja. Das ist schon klar. Und er meint jetzt auch, dass es im Knast jetzt doof ist, wenn er sich ändert, weil wir jetzt eigentlich nicht im Endeffekt richtig darüber sprechen können. Mhm. Und wir halt keine andere Lösung finden können. Aber wie stellt er sich das vor? Er stellt sich das vor, dass du jetzt wirklich zu Hause nur in deinem Zimmerchen sitzt und 2 Jahre gar nichts machst, oder wie? Ja. Ja, ich meine, das ist vielleicht die Bewährungsprobe jetzt auch für ihn. Dann sagst du ganz einfach zu ihm, nein, ich werde es nicht so machen. Ich werde mein Leben so führen wie früher. Dennoch liebe ich dich. Und wenn du das aushältst und das, wenn du bei mir bleibst, dann ist es gut. Und wenn du es nicht aushältst und dich von mir loslöst, obwohl du im Knast sitzt, dann ist es halt so. Ich meine, du kannst ihn jetzt fast zwingen dazu, das hinzunehmen. Ich habe aber irgendwie Angst, ihn zu verlieren, weil ich mag ihn total gern. Ja, aber Silvia, das ist keine Basis. Da müssen wir gar nicht so drum herum reden. Ich meine, vielleicht ist er ja wirklich zugänglich. Vielleicht kann man ja sogar mit ihm reden. Da muss dem einfach klar gemacht werden, dass er damit die Beziehung kaputt macht, dass er dich zu sehr einschränkt. Und dass er dich auch würdelos behandelt. Weil so behandelt man niemanden, zu dem man Vertrauen hat und den man lieb hat. So, und ich finde, dass du dir dein Leben genau jetzt so gestalten solltest, wie du das gerne möchtest. Und das sagst du ihm auch. Damit konfrontierst du ihn. Du kannst ihm ja auch schreiben. Das heißt, dass er immer Kontakt zu ist. Dann ist das jetzt halt die Gewalttherapie für ihn, dass er das hinnimmt. Ich habe aber irgendwie Angst, dass wenn ich ihm das schreibe oder so, dass er dann irgendwie Wutanfälle im Knast kriegt oder so. Und ach, die werden ihn schon bändigen. Die werden ihn schon bändigen. Also keine Rücksicht. Da, nimm nicht Rücksicht auf eine komplett falsche und neurotische Verhaltensweise eines anderen Menschen. Na, also ich bin total im Zwiespalt. Einerseits möchte ich mich an das alles halten, was er sagt, weil ich ihn nicht verlieren möchte. Andererseits möchte ich auch weggehen mit meinen Freundinnen und so. Ja, ich sage dir, wenn der Kerl dich wirklich liebt, dann wird er das, der ist ja nur auch schon 34 Jahre alt, dann wird er das kapieren, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern dass der Weg darin besteht, jemanden auch mal ein bisschen loszulassen. War der immer schon so, bei anderen Frauen auch, die er früher hatte, weißt du das? Ja. Ich komme gut mit seinem Vater klar und rufe halt oft an. Mhm. Der hat gemeint, das ist schon, seit er die erste Freundin hat. So, dann ist es höchste Zeit, dass der Knabe sich ändert. Kann ich das mit 34 noch? Ja, kann man. Kann man. Er ist keine 84, da wäre es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber mit 34... Aber nur durch eine stationäre Therapie, oder? Also mit einer Psychologin oder sowas. Ja, also wir müssen das vielleicht nicht ganz so hochhängen, dass wir nicht für alles immer gleich einen Psychologen holen müssen. Das hängt auch sehr viel von seinem Willen ab, wenn der das will. Und ich meine, es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig, jetzt das hinzunehmen. Mhm. Und wenn der dich deshalb nicht mehr will, Silvia, dann vergiss den Typ. Sonst hast du danach, wenn der aus dem Knast rauskommt, sitzt du im Gefängnis. Mhm. Und so will er das ja. Na, er meinte, wir können uns dann alle, oder beide zusammen, wenn er draußen ist, eine Arbeit suchen und alles zusammen machen. Nachholen. Und ja, aber du willst ja auch mal was alleine machen. Und das finde ich auch völlig legitim. Da müssen wir auch gar nicht drüber reden, dass du mit deinen Freundinnen und mit deinen Leuten mal auf die Rolle gehst oder so. Mhm. Das ist auch völlig normal. Wo leben wir denn? Also, das ist meine Meinung, Silvia. Ich ziehe das jetzt durch. Und sag es ihm. Konfrontiere ihn da knallhart mit. Immer kombiniert auch mit deiner Liebe, dass du sagst, ich liebe dich, aber ich will das so und so machen. Mhm. Und wenn du mir das verbietest, dann zerstörst du die Liebe in mir zu dir. Mhm. Alles Gute, Silvia. Okay, ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jenny ist hier. Jenny ist 25. Hallo, Jenny. Hallo. Hallo, Jenny. Ja, also bei mir geht es um folgendes Problem. Also ich habe auch einen Freund jetzt seit 2 Monaten. Mhm. Und ja, die Sache ist folgendes. Ich habe ihm halt erzählt, dass ich im Sommer 2005 vergewaltigt worden bin. Und das fiel mir halt auch nicht leicht, ihm das am Anfang zu erzählen alles. Und gut, ich meine, ich weiß halt jetzt nicht genau, wie er damit umgehen kann. Ich meine, hat mich jetzt nicht verlassen oder hilft mir halt auch mit vielen Sachen, Problemen, die ich habe. Aber Punkt ist halt auch, was er mir selber gesagt hat. Er hat halt Angst, sag ich mal, einen Schritt weiter zu gehen bei der Beziehung,
Ich weiß halt auch nicht, wie ich jetzt darauf reagieren würde, wenn wir jetzt wirklich intim sind. Also wenn ich mit ihm schlafen würde. Ihr habt noch nicht miteinander geschlafen? Nein, das noch nicht. Und aber du hast ihm gesagt, dass du im Jahre 2005 eine Vergewaltigung ertragen musstest. Genau, das habe ich ihm halt erzählt. Und lass mich mal kurz nochmal fragen, was ist da im Jahre 2005 genau passiert? Also ich war mit Freunden auf einer Feier gewesen und das war halt einer der Jungs, die da halt dabei waren. Das ist halt eine längere Geschichte, wie das passiert ist. Also ist es dann bei dem Typ zu Hause passiert oder draußen irgendwo? Draußen. Es war draußen, also da war jetzt auch keiner von den anderen dabei. Also es ist halt eine längere Geschichte gewesen, weil ich musste halt eine stille Ortschaft aussuchen, weil ich mich erleichtern wollte und er wollte mir das halt zeigen und das hat halt auch zwar gemacht, aber was wollte er? Du wolltest zur Toilette gehen? Genau, ja. Und er hat dir die Toilette gezeigt, oder was? Genau, so. Ja, also wo ich jetzt hingehen könnte. Mhm. Und dann ist das halt im Anschluss passiert, wo auch keiner dabei war von den anderen. Und auf der Toilette? Nein. Nee, draußen dann. Das war dann danach, genau. Und das war richtig, also da war auch, aber auch nicht ansatzweise von dir ein Signal, dass du mit dem schlafen wolltest, und der hat dich gewalttätig zum Sex gezwungen, genau. Zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Mhm. Hast du den angezeigt? Ja, das ging an die Kripo und auch zur Staatsanwaltschaft, und das wird wohl, denke ich, auch zur Gerichtsverhandlung kommen, aber wir haben dann auch kein Datum dazu. Also. Ach, so lange dauert das? Das war im Sommer 2005? Ja. Und das ist jetzt immer noch nicht gerichtlich weiter bearbeitet? Nein, noch nicht. Also meine Anwältin hatte mich mal jetzt im letzten November angerufen, hatte halt gemeint, dass da wohl Anklage erhoben wird von der Staatsanwaltschaft aus, aber da haben wir immer noch keinen Termin bekommen. Mhm. Mein jetziger Freund, wie gesagt, ich habe ihm halt davon erzählt und er sagt halt auch, er stärkt mir den Rücken, er steht hinter mir und er hilft mir auch, das durchzustehen. Und aber das, die Sache ist halt, okay, wir sind jetzt 2 Monate zusammen und ich meine, ich schmuse halt auch mit ihm. Ja, aber ich merke halt auch selber, er will selber keinen Schritt weitergehen. Ich habe ihn halt auch schon mal angesprochen darauf und er hat mir halt erzählt, dass er das irgendwie nicht kann, weil er Angst hat, mir weh zu tun. Mhm. Das heißt, er ist wahrscheinlich ganz unsicher und weiß nicht, wie er, dass er dir nicht zu nahe tritt, dass er nicht vielleicht etwas von dir verlangt, was du nicht möchtest. Kann das sein, so? Ja, irgendwie schon. Und, hast du denn danach, nach diesem Vorfall im Jahre 2005, hattest du danach nochmal Sex mit einem Mann? Nein. Nein. Hast du eine psychologische Betreuung gehabt danach? Ja, hab ich gemacht, also auch ein ganzes Jahr lang. Ich bin danach im Oktober 2005 habe ich mich in Behandlung gegeben und das läuft eigentlich auch bis heute. Also da hatte ich mal kurze Zeit Pausen zwischendurch gehabt. Und, Ach, du gehst immer noch zu einem Psychologen im Moment? Ja. Mhm. Glaubst du denn, dass dein Freund, dass dahinter wirklich ein großes Gefühl steckt und eine Rücksichtnahme? Oder hast du es... Entschuldigung, ich weiß es halt nicht, weil er sagt halt, er hat Angst, mir weh zu tun, aber ich denke irgendwie vielleicht, ich habe halt Angst, dass er sich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht auch irgendwie... Ekelt? Ja, genau. Ah ja, du bist dir nicht sicher. Ja, er wollte halt auch wissen, was da genau passiert ist und wie, und ich habe halt eher halt Angst, dass er sich davor ekelt halt bei mir, weil er das mit mir gemacht hat, der andere Typ, und... Hast du ihm die Details erzählt? Nein, das konnte ich nicht so ganz. Also er hat es dann auch nicht so ganz verlangt, aber halt schon also einiges. Hast du ihn mit dieser Vermutung konfrontiert, hast du gesagt? Oder ekelst du dich davor, vor mir? Ja, das habe ich ihn gefragt. Und er sagt halt, nee, er hätte halt einfach nur Angst, mir weh zu tun. Aber irgendwie glaube ich ihm das halt nicht so ganz. Mhm. Und weil ich merke das ja auch, ich meine, er schmust zwar mit mir. Und okay, auf der einen Seite denke ich mir, okay, vielleicht ist es halt, weil er Rücksicht auf mich nimmt. Aber ich weiß halt jetzt auch nicht genau, wie ich da jetzt auch weiter mit umgehen soll. Weil ich fühle mich schon wohl bei ihm. Und ich mag es, ich genieße es auch, wenn er mich im Arm hält. Und dann fühle ich mich auch sicher bei ihm. Aber irgendwie habe ich halt auch das Gefühl, er will halt nicht mehr als mich im Arm nehmen. Und das ist halt auch etwas... wo ich jetzt auch ein Problem mit habe. Ich halt einfach nicht weiß, ekelt er sich von mir oder... Verstehe. Du bist noch in psychologischer Behandlung, sagst du? Ja. Bei einer Person deines vollen Vertrauens? Ja, genau. Also ist das ein Mann oder eine Frau?
das ist eine Frau. Eine Frau, also mit der Frau hast du schon ein sehr gutes Einvernehmen und hast du mit der über diese Thematik schon mal gesprochen? Ja, jetzt ansatzweise. Also wie gesagt, das geht jetzt ungefähr seit 2-3 Wochen. Mhm. Seit Silvester war es halt auch. Mein Freund und ich haben Silvester zusammen gefeiert und da ist es halt auch vorgefallen, dass ich halt gemerkt habe, er zieht sich lieber zurück, er geht wirklich lieber, er sagt halt, ich komme gleich wieder, geht ins Bad und kommt nach 10 Minuten wieder raus und lässt mich dann halt. Also da. Ja. Nein, worauf ich hinaus will. Ich habe da so eine Idee gerade. Wenn du ein gutes Verhältnis zu dieser Psychologin hast und die kennt deinen Fall ja nun wirklich ganz in aller Ausführlichkeit. Mhm. Sprich doch mal in einer Therapiestunde mit ihr darüber, was sie davon hält, dass du deinen Freund mal mitbringst zu einer Stunde. Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Also ich kann sie fragen. Frag sie mal. Ich fände das ziemlich gut, wenn in Anwesenheit eines Fachmannes oder einer Fachfrau darüber gesprochen wird zwischen euch beiden. Mhm. Ich glaube, dass dann ziemlich schnell geklärt wird, was bei ihm nur wirklich los ist. Ja, weil und vor allen Dingen wird auch interessant sein, wie er darauf reagiert. Ich glaube fast, wenn der wirklich es ehrlich meint, kommt er mit. Wenn der ehrlich meint, dass er Angst hat, dir weh zu tun oder dass er unsicher ist, wird er mitkommen. Wenn er sich ekelt vor dir, ist mal so meine Vermutung, wird er sich eher sträuben mitzugehen, weil er davor Angst hat, dass das vielleicht da aufgedeckt wird. Ja, weil ich weiß halt nicht, weil ich bin da völlig halt verwirrt, weil auf der einen Seite, er steht mir in so vielen Sachen bei und er hilft mir und... Andererseits ist es eine frische Beziehung, man muss da vorsichtig sein. Nach 2 Monaten kennt man einen Menschen nur wirklich nicht. Nee, ich kenne ihn ja schon etwas länger, aber wir sind halt erst seit 2 Monaten und haben wir halt gesagt, dass wir zusammenkommen. Also ich kenne ihn schon ein bisschen länger und von daher habe ich halt auch schon so ein bisschen das Vertrauen zu ihm gefasst. Und er hat halt auch am Anfang, er hat mir, auch ständig den Hof gemacht und wollte mir halt auch ständig mit mir ausgehen. Und na gut, aber da wusste er das noch nicht, ne? Nee, da wusste er das nicht. Und ich habe ihn halt so schon kennengelernt, da habe viel mit ihm gesprochen und da habe ich halt auch gesagt, dass ich da halt was anfangen kann. Also wenn das mit deiner Psychologin nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, finde ich es auf jeden Fall gut, wenn das im Rahmen eines Beratungsgespräches stattfinden würde. Wo ihr ansonsten noch hingehen könntet, das könnten wir dir jetzt vielleicht sagen, wenn du das möchtest. Ja, doch gerne. Ja? Vielleicht seid ihr beide überfordert mit der Situation und vielleicht kommt ihr beide da nicht richtig weiter und wenn da jemand bei ist, der sich auskennt, kann das nur hilfreich sein. Kann auf keinen Fall schaden. Ja, nee, weil wovor ich halt wirklich Angst habe, ist ihn halt zu verlieren und momentan ist halt wirklich das Verhältnis zwischen uns schon recht angespannt. Also es muss was passieren, ne? Ja. Es muss irgendwie jetzt was in die Gänge kommen. Denke ich schon, ja. Also sprich mit deiner Psychologin darüber. Versuche das vielleicht zu arrangieren, wenn sie das möchte auch, dass er damit hinkommt. Wenn das nicht geht, du legst jetzt bitte auf und wir rufen dich nochmal an, das heißt meine Psychologin, und die kann dir noch ein paar Beratungsstellen nennen, wo ihr auf jeden Fall hingehen könntet. Ja, das wäre super. Ja? Mhm. Liebe Jenny, alles Liebe und alles Gute. Ich danke dir. Danke. Tschüss. Okay, tschüss. Morgen heißt unser Thema, diese Lüge bereue ich nicht. Ich möchte gerne mit euch über, vielleicht habt ihr eine Lebenslüge, eine ganz große Lüge, die ihr euer ganzes Leben lang schon mit euch herumtragt. In der Regel sind Lügen ja belastend, aber es gibt auch Lügen, wo man so sagt, das ist okay, das kann man so machen. Nicht immer ist die Wahrheit, die plumpe Wahrheit, das Richtige. Wenn ihr so eine Lüge habt, die euch vielleicht in eurem Leben ja sehr entscheidend beeinflusst hat oder die entscheidend in eurem Leben steht und ihr sagt, diese Lüge bereue ich nicht, dann werdet ihr ein guter Gesprächspartner morgen für mich, wenn ihr das gerne wollt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 Uhr geht es wie immer los, hier auf 1 Live, im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Oder ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit der Nicole und Nicole ist 17. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Hallo. Nicole, um was geht's bei dir? Mein Thema ist, dass ich ziemlich viel Stress mit meinem Freund habe. Also es geht darüber hinaus, dass er mich teilweise nur schlägt und halt mies behandelt. Wie lange seid ihr zusammen schon? Ja, wir sind seit circa 3 Jahren zusammen. Und echt so lange schon? Ja. Ist er so alt wie du?
Nein, er ist genau 6 Jahre älter wie ich. 6 Jahre alt? Ah ja. Ja. Mhm. So, er schlägt dich manchmal. Ja. Wann schlägt er dich? In welchen Situationen? In den Situationen, dass ich manchmal einfach falsche Sachen zu dem sage. Zum Beispiel? Zum Beispiel rauchen nicht so viel, trink kein Alkohol und sowas halt. Also wenn du sagst, hier, pass mal auf, rauch nicht so viel, dann kriegst du eine gescheuert. Ja. Ins Gesicht? Ja, teilweise auch mit blauen Flecken am ganzen Körper. Das heißt, der ist dann nicht besoffen, der macht das im klaren Bewusstsein. Ja. Bei klarem Verstand. Ja. Und das sind dann immer so im Prinzip ja Geringfügigkeiten. Wenn jemand sagt, rauche nicht so viel, ist das ja nichts Schlimmes und nichts Böses. Also es sind nie große Streitereien, die dazu führen. Nee, es sind keine großen Streitereien. Ich möchte es nur einfach nicht, weil ich mir Sorgen mache um seine Gesundheit. Verstehe. Weil er mir wichtig ist. Sag noch ein anderes Beispiel. Also rauch nicht so viel, trink nicht so viel. Gibt es sonst noch was, was du sagst und wo er dann so gewalttätig reagiert? Zum Beispiel sagt er mir ziemlich oft, ich darf keine Freunde haben. Und dann sage ich ihm, ja, das ist doch mein Problem. Das sind doch meine Freunde. Ich brauche genauso Freunde, wie du sie brauchst. Mhm. Ja, das versteht er nicht, das sieht er nicht ein, das will er nicht. Und dann kommt er an und schlägt mich. Ist das wieder so ein Fall wie gerade, was wir gerade von Silvia gehört haben, die auch 17 war, dass dein, ja. Freund dir verbietet, dass du mit deinen Freundinnen oder mit Freunden mal in die Disco gehst und so? Ja. Das heißt, das machst du auch nicht? Nein, also das mache ich gar nicht, weil ich Angst habe vor seiner Reaktion. Mhm. Also teilweise sitze ich echt nur neben dem und zitter und weine, weil ich einfach Angst habe, wann kriege ich die nächste gescheuert. Ja, das heißt, so wie du es jetzt schilderst, das kommt sehr, sehr oft vor. Ja. Wo ist er denn jetzt im Moment? Im Moment ist er zu Hause und ich gehe mal davon aus, dass er schläft. Und du, wo bist du jetzt? Ich bin im Moment auch zu Hause und ich denke halt ziemlich viel an ihn und mache mir halt Sorgen, wie es weitergeht. Achso, ihr habt keine eigene, ihr wohnt nicht zusammen in einer Wohnung? Nein. Du bist bei deinen Eltern zu Hause, so meinst du das? Ja. Ah ja. Deine Eltern kriegen das doch dann auch mit, wie der dich behandelt, seit so vielen Jahren schon. Ja, meine Mama kriegt das mit, aber die interessiert sich nicht dafür, das, was ich tue. Mhm. Also die sagt immer, das ist deine Sache, das musst du regeln. Ja. Er hat eine eigene Wohnung. Nein, er wohnt bei seinen Eltern noch. Ach, er wohnt auch bei seinen Eltern noch. Mhm. Ja. Und wo trefft ihr euch dann meistens immer? Also meistens fahre ich jeden Tag zu ihm und dann machen wir halt so alltägliche Sachen wie spazieren gehen, rausgehen, ja. Sich mit seinem Bruder und seiner Schwester treffen oder halt. Also das ganze, dein ganzes Leben ist konzentriert auf ihn. Ja, alles, was muss immer das tun, was er will. Ja. Was machst du sonst? Bist du noch Schülerin oder machst du eine Lehre? Arbeitest du? Nein, ich wiederhole jetzt ab nächsten Monat meinen Abschluss. Ah. Ist er denn nicht eifersüchtig, wenn du dann in der Schule vielleicht auch da Jungs kennenlernst und mit denen mal sprichst? Doch, da ist er schon eifersüchtig. Er kontrolliert mich halt auch und er wird mich dann auf jeden Fall auch immer zur Schule hinbringen und abholen. Mhm. Er kontrolliert ja auch zur Zeit immer mein Handy, er liest in meinen Briefen, er schnippelt halt in meinen Sachen rum. Er vertraut mir nicht. Nicole, das ist genau so ein Fall wie gerade von Silvia. Und ich sage ja. Zu dir genau dasselbe, was ich Silvia gesagt habe. Und ich finde deinen Fall noch viel schlimmer als den Fall von Silvia. Ja. Weil du geschlagen wirst. Ja. Und da müssen wir eigentlich gar nicht mehr diskutieren, dass das so schlimm ist, was er tut, dass es dafür keine Entschuldigung gibt. Nee, dafür gibt es auch keine Entschuldigung. Und ich verstehe es nicht, warum er es macht. Er sagt immer zu mir, er liebt mich total und ich liebe ihn auch wirklich. Ach, weißt du, Nicole, diese Liebesschwüre, letztendlich steckt da bei den Menschen, die sowas machen, das machen Frauen und Männer gleichermaßen, gibt es das, steckt immer dahinter, die wollen den anderen Menschen beherrschen. Ja. Der will einfach die Macht über dich haben. Der will letztendlich auch, dass du sein Eigentum bist. So. Ja. Und ich wiederum bin immer so erschüttert und bestürzt, wenn dann die Opfer, und du bist ja ein Opfer, ja. Wenn du dann auch jetzt wieder sagst, ich liebe den doch so. Herrgott nochmal, was liebst du denn an dem? Dass er dir ständig ins Gesicht schlägt? Dass er dir alles verbietet? Dass du kein eigenes Leben führen darfst?
Aber es gibt auch gute Seiten, die ich mit ihm haben kann. Aber werden denn die guten Seiten nicht kaputt gemacht durch das, was er davon mit dir veranstaltet? Ja, doch. Eigentlich schon. Ich sag mal, er tut mir viel mehr weh, als ob er mir gut tut. Ja, so meine ich's. Genau so meine ich's. Und da musst du, ich meine, du bist ja 17 Jahre alt, das ist immer schwer, in dem Alter halt auch so, dann so harte Entscheidungen zu treffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Das kann der nicht, du bist nicht seine Sklavin. Ja, aber diese Entscheidung, die tut verdammt weh. Klar. Finde ich, weil ich weiß, wie es ist, wenn man von einem Freund getrennt ist. Und die, die Entscheidung tut weh. Und ich glaube, auch in deinem Fall tut sie besonders weh, weil ihr auch schon so lange zusammen seid. Ja. Da, also 3 Jahre sind ja schon eine verdammt lange Zeit. Von 14 bis 17. Ja. Dennoch. Scheint der sich ja nicht. Hat er sich denn irgendwann schon mal bei dir für sein Verhalten entschuldigt und hat Besserung versprochen? Ja, das hat er. Er sagt immer wieder, du, es war ein Fehler und ich werde es ändern, ich werde es versuchen zu verbessern, aber es hält dann für 2 Tage ja. Und dann macht er wieder die gleiche Scheiße von vorne. Ist das eigentlich die ganzen 3 Jahre schon so oder in der letzten Zeit so schlimm geworden? In der letzten Zeit seit ungefähr 1,5 Jahren, seit ich ihm mal fremdgegangen bin. Mhm. Und da ist er ausgetickt. Ja, das habe ich dem dann erzählt und ja, seitdem ist es halt so, dass es angefangen hat mit der Krankheit. Ja. Dass er mir nicht misstraut und so. Ja. Gut, das Fremdgehen ist natürlich auch nicht in Ordnung gewesen. Rechtfertigt, aber. Bitte? Ich denke mal, es sind 2, die dazugehören und es gibt bestimmt auch einen Grund dafür. Ja, und was auch immer da los war, das rechtfertigt nicht ein solches Verhalten. Nee, klar sehe ich das ein, dass es ein Fehler war, aber das ist kein Grund, eine Person zu schlagen. Genau, so meinte ich das gerade auch, ja. Man kann es in Worten regeln, aber nicht, indem man andere Leute verletzt. Wie schätzt du es denn ein, oder wie schätzt du ihn ein? Nimm mal an, du würdest jetzt sagen, ich mache Schluss, und du meinst das ehrlich. Wie reagiert der dann, wie verhält der sich? Also, der verhält sich so in der Art und Weise, indem er mir seine ganzen Sachen, die ich ihm geschenkt habe, vor den Kopf wirft und sagt, geh, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und wenn du es dann durchziehst und sagst, okay, ich nehme die Sachen, ich gehe, tschüss, was wäre dann? Dann gehe ich mal davon aus, dass er sich nie wieder melden würde. Das heißt, der würde dich... Er würde sich melden, aber er tut es nicht. Ja, aber das wäre doch gar nicht so schlecht. Ich hatte ja schon Sorge, dass er dir nachstellt und dich dann vielleicht nochmal schlägt oder, aber wenn er dich so leicht gehen lassen würde, wäre das doch sogar ideal für dich. Ja, es wäre ideal, klar. Aber weiß nicht, was damit zusammenhängt, mit dem Schlussmachen, dass es wehtut. Ich weiß nicht, ob sie sich in mich hineinversetzen können. Ja, Nicole, weißt du, ich glaube, alle Menschen, so, die uns auch hier zuhören, kennen das, was für ein schlimmes Gefühl das ist, wenn irgendwie eine Beziehung zu Ende geht. Ja. Und welche Schmerzen man da aushält. Das haben wir alle mehr oder weniger oft schon erfahren. Das geht oftmals oder in den meisten Fällen nicht ohne Schmerzen. Da muss man dann durch, das gehört dazu. Ja, aber wie soll man den Schmerz überwinden, wenn man keine Eltern hat, mit denen man drüber reden kann? Wenn man sich nicht traut, zu Beratungsstellen zu gehen, wenn man keine Freunde hat, wenn man gar niemanden hat. Ja, zu einer Beratungsstelle kann man ja gehen zum Beispiel. Das ist jetzt eine Ausrede, die du jetzt findest. Und selbst wenn, letztendlich muss man den Schmerz sowieso für sich alleine immer aushalten. Und irgendwann lässt er nach. So, jetzt hast du mir aber ein gutes Stichwort noch gegeben mit der Beratungsstelle. Ich werde dir jetzt noch eine Beratungsstelle nennen lassen. Ja. Für den Fall, dass du dich doch entscheidest, dir nochmal Rat von jemandem von außen zu holen. Einverstanden? Ja. Da legst du auf und die Sabine, meine Psychologin, ruft dich an und gibt dir die Telefonnummer, okay? Ja, das ist okay. Ich hätte noch mal eine Frage an. Bitte. Könnte ich von Ihnen ein Autogramm bekommen? Ja, sehr gerne. Aber du hättest mich ja immer zu duzen können. Ich habe dich ja auch geduzt. Ja. Meine Psychologin, der gibst du gleich deine Adresse und dann schicken wir dir eins, okay? Okay, danke schön. Tschüss. Ihr Lieben, das